Ja, dieses Bild bietet sich jetzt fast in ganz Österreich. Deshalb schalten wir zum Präsidenten der Intensivmedizin, nämlich zu Walter Hasibeder. Er ist auch Leiter der Intensivmedizin in Zams in Tirol. Schönen guten Abend, Herr Hasibeder. Grüß Gott. Ja, es wird immer wieder diskutiert über die Zahlen. Und Sie haben in einem Interview vor kurzem gesagt, freie Intensivbetten gibt es eigentlich nicht in Österreich und schon gar nicht in einer Pandemie. Wie ist das zu verstehen? Einmal erstens, normalerweise sind Intensivstationsbetten schon zu 80 bis 90, manchmal 95% ausgelastet. Es sind zum Teil internistische Notfälle, das sind Patienten, die man nach großen Operationen, Planeingriffen intensivmedizinisch betreuen muss. Das sind Patienten, die nach großen Unfällen intensivmedizinisch zu betreuen sind. Und damit seien eigentlich Intensivstationen immer ausgelastet. Es gibt keine Reservebetten. Aber leider Gottes wird es im AGES-Dashboard so vermittelt, dass, was Sie momentan zum Beispiel 52% der für Covid-19 vorgesehenen Betten erst belegt werden. Das ist ein Nonsens. Alle Betten sind belegt und man muss schauen, wo man Patienten mit einer völlig neuen Erkrankung, die uns vorher nie berührt hat, jetzt unterbringt. Jetzt hat der Bürgermeister Michael Ludwig gerade im Interview auch gesagt, in seinem Statement, es gibt natürlich Kollateralschäden. Ich möchte Ihnen diese Frage stellen, weil ich auch als Journalist immer damit konfrontiert bin. Und viele Kritiker meinen, dass die Kollateralschäden noch viel höher sind als die Schäden, die durch Corona angerichtet werden. Ich weiß, es ist ein bisschen provokant, diese Frage, aber ich möchte Ihnen trotzdem stellen. Ich möchte mal sagen, ich glaube, überall in Österreich werden diese diejenigen Operationen auf jeden Fall durchgeführt, die absolut notwendig sind. Also ich denke, große onkologische Operationen können vielleicht kurzzeitig verschoben werden, aber sie werden durchgeführt. Jeder Patient, der auf eine internistische Intensivstation kommt mit einem großen Herzinfarkt oder zum Beispiel mit einer Verschlechterung seiner chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, wird sicher versorgt. Da braucht man gar nicht reden. Aber manche Operationen müssen jetzt verschoben werden. Ich meine, stellen Sie sich nur vor, Sie haben jemanden, der seit Jahren eine schwere Arthrose im Knie hat, der Schmerzen hat, der ständig Schmerzmittel nimmt und der jetzt einen OP-Termin hat. Da kann es sein, dass er auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Und das sind natürlich für die Menschen sehr belastende Situationen. Jetzt gibt es ja auch immer mehr junge Menschen oder auch sportliche Menschen, die auf den Intensivstationen landen. Inwieweit können Sie das bestätigen, dass diese britische Variante auch für Junge gefährlicher ist? Also wir im Tiroler Oberland haben in der zweiten Welle einen deutlichen Anstieg in der Mortalität gehabt. Wir haben in der ersten Corona-Welle insgesamt von den Intensivpatienten 12,5% verloren. In der zweiten Welle waren es 36%. Unglücklicherweise hat man damals noch nicht sehr viel sequenziert, aber wir gehen davon aus, dass das möglicherweise schon die britische Variante war, mit der wir damals zu tun gehabt haben. Von den Kollegen in Osten Österreichs, mit denen ich laufend in Kontakt bin, höre ich, dass immer mehr junge Leute mit schwersten Symptomen auf der Intensivstation landen und das oft ohne Zwischenstopp auf einer Isolierstation. Das heißt, die gehen von der Ambulanz oder der Notaufnahme direkt auf die Intensivstation, weil sie so zum Beispiel schlecht mit Sauerstoff versorgt sind oder weil sie nicht mehr in der Lage sind, wirklich gut zu atmen. Jetzt gibt es leider Gottes schon wieder eine Hiobsbotschaft. Es sollte nämlich von der britischen Mutation eine weitere Mutation geben und da könnte es sein, dass der Impfstoff auch nicht funktioniert. Und jetzt gibt es eben die ausreichende Testpflicht für Nordtirol und für Kufstein. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Maßnahme? Ich glaube, es geht gar nicht anders. Ich meine, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Diese neue britische Variante sagt in vitro, das heißt in der Petrischale, verminderte Empfindlichkeit auf neutralisierende Antikörper. Aber die Immunabwehr gegen das Virus besteht ja nicht nur aus Antikörpern, die den Virus inaktivieren, sondern wir haben auch eine zelluläre Immunantwort. Und es ist durchaus möglich, dass in vivo, also im Menschen, die Impfungen durchaus noch vor schweren Erkrankungen schützen, vor Tod schützen, vor Hospitalisation schützen. Und ich denke, das ist der wichtigste Effekt einer Impfung. Jetzt gibt es ja auch Medikamente, die jetzt getestet werden, zum Beispiel das von Professor Penninger. Die können dann helfen, eben um vor einem schweren Verlauf zu schützen. Wie weit ist man denn da auch mit den Vorbereitungen? Können solche Medikamente in Kürze angewendet werden oder ist das noch ein weiter Weg? Ich glaube, das ist nur ein weiter Weg. Ich meine, was wir momentan alle verwenden, sind wahrscheinlich die Steroide. Und wir wissen um die Bedeutung der Blutgerinnung. Also dass man eine Therapie gegen Blutgerinnung einführen muss. Wir wissen nur noch nicht, wie stark diese Therapie sein muss. Aber das sind die zwei Schienen,
die wir auf der Intensivstation und auf normalen Isolierstationen derzeit fahren können. Alles jetzt habe ich auch experimentell. Jetzt habe ich auch gehört, dass die Situation wirklich so dramatisch ist, dass man teilweise sogar versucht, Rettungsautos zu einer Intensivstation mehr oder weniger einzurichten oder umzufunktionieren. Jetzt gibt es auch wieder welche, die sagen, jetzt haben wir ein Jahr Zeit gehabt, noch mehr aufzurüsten in der Intensivmedizin. Wäre das überhaupt möglich gewesen? Nein, ist aus meiner Sicht nicht möglich gewesen. Ich denke, das, was möglich ist, das wird jetzt schon getan. Zum Beispiel, dass man Aufwachräume verwendet als Intensivstationsbetten, dass man Anästhesiepersonal, das auch sehr viel intensivmedizinische Tätigkeiten leisten kann, in diese Aufwachräume verschiebt, weil ja weniger operiert wird. Und viel mehr ist nicht möglich. Geräte machen keine Intensivstation und schon gar keine adäquate intensivmedizinische Therapie. Sie brauchen ein qualifiziertes Personal. Und da haben wir auf der einen Seite in Österreich die qualifizierten Intensivschwestern und Pfleger, die wirklich Hervorragendes leisten. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr gut ausgebildetes Anästhesiepersonal, das zum großen Teil diese Tätigkeiten unterstützen oder sogar übernehmen kann. Herr Präsident, wir sagen vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, für Ihr Interview und stellvertretend für alle intensiven Mediziner und Medizinerinnen in Österreich möchte ich Ihnen ein Dankeschön aussprechen. Vielen Dank Ihnen auch und auf Wiederhören.